Der Nashornmann begrüßt euch. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid bei Warframe. Ich werde jetzt erstmal Leserbriefe beantworten, bevor wir hier in die Mission starten. Nein, Quatsch. Leserbriefe gibt's ja nicht. Ist ja hier keine Zeitschrift, also gibt's keine Leser. Zuschauerpost könnte man es auch nennen. Ich habe die letzten drei Folgen relativ schnell hintereinander aufgenommen und jetzt waren ein paar Tage Pause. Und in der Zeit habt ihr Zeit gehabt, ein bisschen Kommentare zu schreiben. Das habt ihr fleißig gemacht. Dafür bin ich sehr dankbar. Auch danke für die vielen Hinweise, die ihr mir gegeben habt. Unter anderem hatte ich ja gefragt, ob das Sliden durch den Level irgendwann total sinnvoll wird. Das wirkt nämlich wie eine Mechanik, die man bestimmt später gut gebrauchen kann. Und da wurde mir zum Beispiel gesagt, dass das stimmt, wenn man das richtig gut macht und das beherrscht, dann ist das die schnellste Art des Fortbewegens und man kann damit wohl sogar Schüssen ausweichen und also Bullet Dodgen auf Englisch und das, ja, freue ich mich drauf, wenn ich das dann mal ausprobieren kann. Oh, die Sonne blendet mich. Mach mal den Horn wieder hoch, Alter. So, danke, ja. Genau, dann habe ich ja letztes Mal so ein bisschen überlegt über die Mechanik mit dem zweiten Spieler, dass mir jemand zugelost wurde in der letzten Folge für eine Mission. Das kommt wohl vor, dass das so ist. Es gibt aber nicht per se Missionen, die man nur zu zweit oder zu dritt oder so schaffen kann. Also in der quasi das Spiel durchspielen, also sozusagen die Kampagne, kann man auch komplett allein, aber es wird einem, wenn man im Internet hier so angemeldet ist, halt hin und wieder mal einer zugelost, weil es halt das Spiel ein bisschen auflockert. Ich weiß nicht genau, ob man das abschalten kann, will ich jetzt gar nicht, aber ich will euch natürlich jetzt schon informiert lassen und da wüsste ich natürlich gerne, ob man das abschalten kann, einfach nur wegen der Info, falls jemand wirklich partout alleine spielen möchte. Dann habe ich noch ein bisschen über die Free-to-Play-Mechaniken gerätselt, weil es gibt ja jetzt hier diesen Marktplatz, auf den man zugreifen kann. Da kann man ja alle möglichen Pakete kaufen und Warframes, also diese Klassenanzüge und ähnliches. Es scheint ja auch Waffen zu geben, die man nur oder vorwiegend mit diesem Platin kaufen kann, also mit dieser Free-to-Play-Währung, also der Währung, mit der man eben die Deluxe-Sachen im Markt kaufen kann, also quasi die Echtgeldwährung, was immer nicht ganz korrekt ist, weil man natürlich auch dieses Platin im Spiel erhalten kann, soweit ich gelernt habe. Hier sieht man es, also hier zum Beispiel dieses Paket mit diesem, ich nehme mal an, coolen Waffen und spezieller Rüstung und so, also dieses, was ihr hier im Hintergrund seht, kostet halt 375 Platin beispielsweise und ich habe momentan 50. Das könnte ich mir jetzt im Spiel tatsächlich ergrinden oder ich gebe halt echtes Geld aus. Da wurde ich darauf hingewiesen, wurde mir auf die Finger geklatscht, das ist wohl alles sehr, sehr fair und ja, ist halt die Frage, wie lange man dafür spielen muss. Also ich meine, ich spiele ein durchschnittliches Spiel, was jetzt nicht All-Time-Favorites sind, spiele ich halt vielleicht mal so, je nachdem, was es hergibt, aber vielleicht 20, 25 Stunden. Ist halt die Frage, wie lang ist die Kampagne hier, wie viel Zeit muss man zusätzlich mit Missionen immer wieder spielen oder so, also sprich grinden, wie viel Zeit muss man aufwenden, um tatsächlich an genug Platin zu kommen für, sagen wir mal, nicht nur ein so ein Paket mal irgendwann, sondern für mehrere davon, sodass man sich wirklich seine coolen Klassenanzüge kaufen kann. Da wird nämlich ein Schuh dann draus. Ich sag nicht, dass das jetzt irgendwie unfair ist. Es ist natürlich cool, wenn man das alles irgendwie sich erspielen kann. Aber die Frage ist halt, wie lange dauert es? Und das kann ich natürlich jetzt schlecht einfach überblicken. Wenn das jetzt irgendwie 60 Stunden dauert, bis man da die ersten zwei, drei Pakete sich leisten kann, dann würde ich sagen, ist es trotzdem ein ganz schöner Grind und wäre jetzt nichts für mich. Aber das ist ja für jeden anders. Es gibt ja auch genug Leute, die starten so ein Spiel mit der Aussicht, das dann die nächsten zwei, drei Jahre zu spielen. Bei mir sind ja Spiele im Normalfall nach ein paar Wochen abgeschlossen und ich spiele das nächste, weil, naja, es kommen pro Woche kommen zum Beispiel 200 neue Spiele auf Steam. Das ist nur Steam. Es gibt auch noch Konsolen, es gibt auch noch andere Sachen als Steam. Und ich will natürlich möglichst viele Spiele spielen, deswegen. Ja, werde ich wahrscheinlich nicht dazu kommen, mir die geilen Sachen zu ergrinden, aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Denn man kann ja wohl mit dem Spiel, habe ich mir auch sagen lassen, auch Spaß haben, ohne das ganze Zusatzzeug aus dem Markt.
Zu der Welt, also wie man ja sieht, spielt, das habe ich ja schon festgestellt, spielt das Ganze in unserem Sonnensystem, also nicht irgendwo in der totalen Fremde, sondern bei uns zu Hause. Und natürlich sehen sich die ersten Level ein bisschen ähnlich, das habe ich letztes Mal ja auch nicht bemängelt, aber bemerkt, dass die ersten drei Level sich schon so ein bisschen ähnlich sahen. Das liegt aber auch daran, dass die alle noch auf der Erde spielen und dass ich momentan eben nur auf der Erde unterwegs bin und dadurch sich natürlich die Umgebungen ähneln. So, ich habe auch den Sound ein bisschen leiser gedreht vom Spiel. Ich hoffe, dass man mich jetzt besser versteht. Jetzt sind wir sogar zu viert. Okay, das könnte interessant werden. Es war wohl das letzte Mal, wenn Dialoge waren, dann hat man mich wohl nicht so gut verstanden. Darauf bin ich auf euch angewiesen, weil das kriege ich ja jetzt beim Aufnehmen nicht so gut mit. Und ich höre mir auch nicht die ganze Folge an beim Exportieren nachher und Hochladen. Also sagt ruhig Bescheid, wenn technisch Dinge zu verbessern sind. Wurde auch gefragt, ob ich in 4K aufnehmen kann. Kann ich aufnehmen, aber das dauert mir alles zu lange dann, ehrlich gesagt. Weil das Exportieren gleich viermal so lange dauert. Und so eine Folge, kann ich ja mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen euch geben. Eine Folge zu schneiden und zu exportieren dauert so... Schneiden ungefähr 3-4 Minuten, exportieren, so ein bisschen Soundkorrektur. Hallo! Hä? Ihr Schweine. So ein bisschen Soundkorrekturen, 2-3 Minuten. Und das Exportieren dauert ungefähr 7-8 Minuten bei einer typischen 15-20 Minuten Folge. Und wenn ich jetzt statt... ach, mal, lasst mich doch hier mal erzählen, Leute. ins Bein und nochmal ins Bein. Oh, stopp halt. Wo sind die anderen denn alle? Ich glaube, ich habe meine ganzen Freunde verloren. Menno. Ja, also wenn ihr jetzt mal rechnet, dass 7-8 Minuten bei 4K, also bei 1080p, bei 4K würde das ungefähr 3-4 Mal so lange dauern. Einfach wegen der größeren Datenmenge. Das wären dann eben 30 plus Minuten und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf bei einer Folge. Alter, der vibriert ganz schön doll hier beim Schießen. Findet ihr auch, dass der Typ extrem hässlich aussieht? Also, das ist wirklich mal ein hässliches Arschloch. Oh, ja. Ich fahre dann jetzt mal hier so mit, ne? Bin ich hier richtig? Ich glaube, ich bin tot. Mist. Okay, muss ich jetzt darüber irgendwie? Wahrscheinlich, ne? Whee! Hier, ich kann Kugeln ausweichen. Whee! Wo sind die ganzen Kugeln, denen ich ausweichen soll? Ach, egal. Kommen bestimmt noch. So. Ich frage mich wirklich die ganze Zeit, wo sind eigentlich meine Kollegen? Also da hinten ist Rick77, da unten sind die anderen beiden, aber irgendwie sind die nicht so in der Nähe. Hier waren sie auf jeden Fall, hier sind schon Sachen kaputt. Sehr gut. Ja, die sind halt einfach offensichtlich schon viel weiter. Die Frage ist halt, wenn ich hier der letzte Vollidiot bin und als einziger, wo ich gar keine Ahnung von dem Spiel habe, warum bin ich dann nicht der Hinterste, sondern hinter mir ist noch einer? Da ganz am Anfang war doch noch einer, der noch zurückgeblieben ist. Ich sage damit nicht, dass er geistig zurückgeblieben ist. Ist nur im Spiel zurückgeblieben. So, Headshot. Weggeheadied. Ist da hinten irgendwas? Kann man da die Tür aufmachen? Nee, ne? Doch, kann man. Hoch, guck mal, was ich hier alles finde. Oh, das haben die anderen bestimmt alle übersehen. Und ich finde jetzt den geilen Epic-Loot hier. Oh, ich wurde entdeckt. Denn die schießen ja auch schon die ganze Zeit auf mich. Natürlich wurde ich entdeckt. Was für eine dämliche Aussage. So. Ist da unten irgendwas Spannendes? Sieht nicht so aus. Da oben ist aber noch ein bisschen was. Oh, guck mal, da steht einer. Hey! Rick ist am Boden. Okay. Wo ist er? Oh, jetzt ist er gestorben. Ich wollte ihn doch retten.
Ich habe genug Gegner getötet, glaube ich. Jetzt muss ich noch zum Extraktionspunkt gehen. Aber wahrscheinlich ist es falsch, was ich mache. Ich darf wahrscheinlich jetzt, muss ich wahrscheinlich, weil die anderen das Ziel schon erreicht haben, so schnell wie möglich zum Extraktionspunkt gehen. Aber ich sammle doch so gern Zeug ein. Ist voll gemein, dass ich jetzt das Zeug nicht einsammeln darf, nur weil die anderen schon vorgerannt sind. Die haben ja das Zeug auch nicht eingesammelt. Aber es ist bestimmt wieder ich kenne das doch, in anderen Spielen gibt es doch auch immer diese Etikette der Spieler irgendwann, die sich so einspielt, dass man, dass es zum Beispiel total falsch ist, wenn man irgendwie warten muss auf andere und wenn man andere warten lässt. Und dass es die größte Sünde des Spiels ist und die Leute, die jetzt hier die Mission, keine Ahnung, schon kennen und halt einfach durchrennen, die sind dann mega ultra angepisst, wenn man halt einfach sich ein bisschen im Level umgucken will. Ach, guck mal, da ist schon der Rikt wieder hinter mir. Nee, Scrum's dead. Ja. Jetzt sind sie ja doch wieder irgendwie bei mir. Ich dachte, die wären jetzt alle schon zum Ausgang gerannt. Aber hier Kisten öffnen und so ist nicht so angesagt, oder? Kann das sein? Also die Spinde ja, aber irgendwie die Kisten. Ich weiß nicht, ich bin so Diablo geprägt. Ich öffne so gerne Kisten und so. Also ich weiß nicht, ist das irgendwie heutzutage nicht mehr so in? Liege ich falsch? Bin ich zu alt? Oder sind es die Kids, die falsch liegen? Bestimmt sind es die Kids, die falsch liegen. Spieler warten auf die. Ich dachte, ich bin auf dem richtigen Weg. Wo muss ich denn hin? Ach, da! Das habe ich nicht gesehen. Das tut mir leid. Ja, ich bin ja schon unterwegs, Leute. Ich bin da schon da. Hüpf, hüpf. Und das war mal eine schnelle Mission. Na, wo ist er? Liegt hier noch irgendwas? War hier noch eine Kiste? Da war einer, aber da ist nichts Spannendes. Na komm, Rigged. Riggy, Rick, 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 Rick. Oh, Junge. Na gut, dann gehe ich hier nochmal ein bisschen looten. Noch ein bisschen Loot, Spaß. Jetzt wäre jetzt die Frage, da würde ich mal unsere erfahrenen Zuschauer bitten, dieses Zeug, was ich hier die ganze Zeit einsammle, ist das mega, mega wertvoll und sinnvoll? Also ich meine, ich habe ja hier meistens so Munition oder so, das ist mir klar, das brauche ich dann in der Mission. Aber so irgendwelche Ressourcen oder so, ist das sinnvoll, das alles zu looten oder ist das eher. Wo rennt der denn hin? Oh, Vollidiot. So ein Trottel, ey. Ich hasse es, auf Leute zu warten. Ja, aber offensichtlich endet ja das, die Mission dann trotzdem irgendwann von alleine. So. Ich war bestimmt total gut. Ich glaube, ich war mit der Beste hier irgendwie, oder? Reden wir nicht weiter. Zugefügter Schaden. Rigged war der. Das heißt, zugefügter, nee, erlittener Schaden ist klar. Also Rigged hat irgendwie am meisten Schaden zugefügt, aber auch am meisten genommen. Wow, passiert. Insgesamt getötete Gegner. Da war es der Senpai hier der effektivste. Yay! Schmiedesegment. Wo kommt's denn hin? Hier. Schmiedesegment. Bam, rein damit. Dabei habe ich gar nichts eingesammelt in der Mission. Das haben die anderen gemacht. Wann haben die mir das denn gegeben? Was mache ich denn da? Okay, also es gibt auch so Crafting sozusagen, da muss man dann irgendwelche Ressourcen sammeln. Vielleicht sind das unter anderem die ich die ganze Zeit so einsammle. Hüte mal deinen Mund, mein Junge.
Okay. Wir fahren in den hohen Norden, offensichtlich. Oh, mit meinem alten, coolen Team. Geil. Meine Homies sind wieder am Start. Senpai, Scramstead und Rikt. Ach, langsam sind sie meine besten Freunde. Das finde ich ja lustig, dass man dann gleich, wenn die direkt die Mission danach auch machen, dass man dann mit ihnen zusammengeworfen wird. Darvo's Intel suggests that this outpost Cool. has host to several rich supply caches. Raid the caches So, wir sollen jetzt Ressourcen raiden. Wir überfallen jetzt hier einen Außenposten. Ha! Ich wollte auch mal ein Explosivfass in die Luft jagen. So, ich loote mal hier die Schränke, Leute. Ja. Ja, ist ja gut. Okay, also dieser Händlerkult, die Corpus, die scheinen skrupellos an alles und jeden zu verkaufen, ohne Rücksicht darauf, wer da was ist. Das heißt, Leute, gute Nachrichten, es ist okay, sie zu bestehlen. Yeah! Oh, das sah cool aus. Kann ich das nochmal machen? Boah! Geil, guck mal. Bäm, was ich hier kann. So, wo sind die anderen? Die sind da vorne irgendwo. Check noch gar nicht so richtig, wo hier was ist, aber ist auch egal, solange die anderen wissen, wo sie lang müssen. Und es immer eine Zielanzeige gibt, wo ich hin muss. Hier komme ich doch her. Okay. Also wir sollen irgendwie keinen Alarm auslösen, nehme ich dann mal an. Also ich bin einfach vorgeprescht, aber das war wahrscheinlich böse und falsch. Guck mal, da geht's doch hoch, oder? Sehe ich das richtig? Ja, das sehe ich richtig. Um meine Frage mal selbst zu beantworten. So. Das war gar kein Problem. Hier ist noch einer und da ist noch einer. Die haben lustige Helme auf. Die sind so eckig. So. Oh, hier sind Spinde. Ich liebe Spinde. Spinde sind meine neuen Lieblingsobjekte. In irgendeinem Spiel, ist mir egal. Ich mochte Spinde schon immer. Also in Metal Gear Solid waren Spinde mein absoluter Lieblingsversteckort. Und in The Evil Within sowieso. Also, verfallen mir noch mehr Spiele mit Spinden ein? Jetzt nicht spontan. Aua. So, jetzt will ich hier, jetzt will ich mal... Ja, da ist eine Brücke, aber das ist mir egal. Wow! Ich wollte da so rüberspringen. Ja, gleich habe ich's. Oh, der Empfang wird schlecht. Ach, du schon wieder. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das Rumble-Feature, so nett es auch ist, ein bisschen störend finde beim Controller. Kann man das irgendwie abschalten? Vibration aktivieren. Ich muss ehrlich sagen, dass das so ein bisschen doll ist, die ganze Zeit. Also ich würde es einfach auf die Hälfte reduzieren oder so. Dann wäre es okay. Aber so hat es mich jetzt eher so ein bisschen abgelenkt vom Spielen. So, die sind da schon am Plündern, die Kollegen. Da sieht man echt, dass die, glaube ich, schon ein bisschen erfahrener sind, weil die rennen direkt zu den Kisten und ich muss hier erst noch suchen, wo ich überhaupt bin und lang muss und so. Kannst du mir mal sagen, was den Typ davon überzeugt, dass er mich jetzt schon 5 Missionen lang voll labert über Funk, dass ich doch eigentlich ihm gehöre und schon irgendwie zu ihm zurückkehren werde? Sollte ihm nicht jetzt spätestens mal nach 1,5 Spielstunden langsam klar werden, dass es wohl nicht passieren wird? Denn wenn es noch passieren würde, dann, naja, wäre es ja schon passiert. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, zu dem zurückzugehen und das könnt ihr ja langsam merken, dass das so ist.
Ah, ich muss hier mal ein bisschen aufräumen, offensichtlich. Da haben meine Kollegen aber ein bisschen geschlampt. Oder die sind hier gar nicht lang gelatscht. Diese Roboter sind ganz lustig hier, diese Zweibeiner. Die erinnern mich auch ein bisschen an Metal Gear Solid. Oh, hier sind aber echt viele Gegner. Alter, was ist denn hier los? Ich schneid dich kaputt, du. Komm du mir mal her. Ich wollte mal wieder einen wegschnetzeln. Das habe ich lange nicht gemacht. Ich glaube, die Folge noch gar nicht. Ja. Sehr gut. Ja, ich habe gedacht, ich mache jetzt mal... Ich mache jetzt mal ein bisschen längere Folge, weil ich am Anfang 5 Minuten erstmal eure Comments bearbeitet habe und beantwortet habe. Das mache ich natürlich jetzt nicht irgendwie jede zweite Folge hier irgendwie 5 Minuten erstmal am Anfang labern. Aber wenn ihr so viel schreibt, dann muss ich halt auch, finde ich zumindest, aus fair gegen euch gegenüber da auch was zu sagen. So. Okay. Naja. Ich muss ja offensichtlich gar nicht bis zum Ende kommen. Oh, und ich bin ein bisschen aufgestiegen hier. Mein Anzug ist aufgestiegen, mein Schwert ist aufgestiegen, meine Waffe. Alles geil. Alles super. Was ist denn der Unterschied zwischen der einen Klinge und der anderen? Könnt ihr mir das vielleicht auch noch erklären? Ihr seid doch, so super Warframe erfahren. Super Warframe Meister LP, guckt doch hier zu. Zumindest seid ihr erfahren als ich, was nicht so schwer ist. Was sind denn die Unterschiede zwischen der erhabenen Klinge und der Skana? Wieso, was bedeutet das? Also die eine ist die, mit der ich mit der einen Taste auf dem Controller, also mit B ist es bei mir, einfach schnetzeln kann. So, ne, den normale Nahkampfangriff quasi. Und die andere ist eine richtige Waffe, die ich ausrüsten muss und dann sozusagen als Hauptangriff damit kämpfe. Ist jetzt meine Theorie. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja, mir geht's gut, Leute. Alles klar. Oh, der wieder. Haha, ich habe gar keine Augen. Nur 2 blaue Punkte. Hüpf. Aua, mein Kopf. But with the flaw, we are diseased, rotting, sterile. But now we have you. Okay, ihr klingt ja total fesch. Okay, dann bauen wir jetzt die Gegenmaßnahme und zwar an der Schmiede. Unsere Feinde sind offensichtlich so ein bisschen vor sich hin verwesende Aliens, die nicht mehr so richtig fit sind. Das Ding hier, oder? Our love will be reborn as we feed on your divine blood. Our children will flourish without disease. And I will die at last, at peace, father, grandfather. Okay, also... Der will mein Blut trinken. Na gut, dann weiß ich jetzt zumindest, was der von mir will. Er glaubt, dass er gesund wird, dadurch, dass er mich aufisst, quasi. Er und seine Familie, beziehungsweise sein Volk. Ja. Ich stimme dafür. Wir machen einfach gleich die nächste Mission. Da habe ich ihr leider das Wort abgeschnitten. Sind nur noch 2 da. Wir machen eine kurze Pause und in der nächsten Folge direkt die nächste Mission. Ohne viel Gequatsche. So schnell kann es gehen. Bis gleich.